Ja, bevor wir zum Ende kommen, auch nochmal zu dir. Wir haben es anfangs angedeutet, du hast den Ronald Barnabas Schill besucht in den Favelas. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz erzählen, wie das war und wieso du nicht mit ihm geschlafen hast. Erstmal würde ich nie mit ihm schlafen, wir sind nur befreundet und ich habe ihn besucht. Er sollte für Vox einfach nur zeigen, also mir zeigen, wie er in der Favela in Brasilien lebt. Und ja klar, für die Kameras lebt er halt mal ein paar Tage anders, als er sonst normalerweise lebt. Aber ich fand das schon heftig, dass er in so einem Favela lebt. Ne? Also das ist unglaublich, wenn man das sich dann irgendwann mal auf Vox, auf Goodbye Deutschland anschaut, dann weiß man, was ich meine. Also du hast vorhin kurz vor der Sendung ein bisschen was erzählt, wie zum Beispiel, ihr hattet nicht wirklich ruhige Dreharbeiten. Was ist da genau passiert? Ja, also wir hatten einen einzigen Tag, wo wir, also einen Tag von dem ganzen 7 Tage, wo wir gedreht haben, wo er dann angeblich mal segeln geht mit seinen Freunden, wo ich natürlich auch dabei war. Ich war seekrank und er hat natürlich dann halt einfach an den Tag versucht, dann mich weiter zu immer zu nerven, obwohl er wusste, dass es mir schlecht ging. Und sobald die Kameras aus waren, so Ronald, ich werde dich erwürgen, wenn du nicht jetzt aufhörst, mich zu nerven, ja. Und ja, es war wirklich anstrengend. Und er kann wirklich nerven, aber er ist ja halt auch ein kleiner Psychopath, aber trotzdem mag ich ihn und er ist halt einfach trotzdem irgendwie dabei lustig. Das ist der Dschungelmann, hier wird gedschungelt, bis der Arzt kommt.